Ich hab Gänsehaut. Atmen. Ja, das kennen wir schon. Das ist alles Stuff von den Sachen, die wir schon kennen. Glaube ich, aber da waren HOD kurz zu sehen. Hello and welcome to this, the very first episode of Night City Wire. Guten Tag. Brand new series from us at CD Projekt Red, where we'll be talking about all things Cyberpunk 2077. For today's episode, we'll be starting with a brand new trailer. One of our developers will be joining us to help unpack everything you're going to see. We'll have some news, an announcement about a secret collaboration. We'll be taking a look at some Brain Dance gameplay and welcoming back our developers just to have a chat about everything you're going to see. But there is one more thing. Media all over the world have been getting hands-on with Cyberpunk 2077, and when this episode finishes, you'll be able to check out exactly what they thought. So, let's get started. Ich will auch ein Hands-on kriegen. Take a look at our brand new trailer, and after that, our lead quest designer Pavel Sasko will be joining us because I've got a feeling you're gonna have a few questions after watching this. So, let's take Mann. A look. Mann! Trailer reveal. I love this town, the city of endless opportunity. Ready to get your cherry popped? Yeah, come on. City like any other, just bigger. Du kannst das Auto customisieren! Neue Lackierung! Andere Rückenlichter und alles! Mann! The Major Leagues. We're only here because Dex is pulling the strings. Doubt that puts us in the same league as them. But we are. They just don't know it yet. But if you got the cojones and you know how to use them, you can do damn near anything. Unless you catch a bull. So viele Charaktere! Warum sind denn irgendwelche Basketballspieler, die man verprügelt, Mann? Noch ein Auto! Alter. How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Job's to grab it. Guessing it belongs to a corp. Mm-hmm. Arasaka. We're robbing some heavy hitters. Thought you could blackmail me, fucker! High risk, high reward. First rule of the afterlife. Ka-ching, baby. Im Trailer war, wir klauen von einer großen Firma was. Das ist so Cyberpunk. Ha! Gänsehaut, Mann, Alter, hier! Ohne Witz! Ich hab übelste Gänsehaut! What the fuck just happened in there? Can't stop digging Night City. Fucking Major Leagues. Happy now, Jackie? Man, I want it! Oh my god, we're so fucked. Ah, das sieht alles so gut aus. Game risk it be. And you, who are you? The fuck? Mann. So the trailer contains footage from the game's prologue only, but there was an awful lot in it. Das so ist nur der Prolog? Try and help us unpack everything that we just saw. What? Oh yeah, I mean, absolutely, I can try. So, what you have just seen is only the prologue of the game. So that awesome stuff what? Is happening in the first few quests. What the trailer shows you is really our stage, the Night City. You know, this gigantic city built of completely unique districts, surrounded by the seventh one that we call the Badlands. As a player, you are meeting Jackie. Jackie's your friend. Now, they together are trying to reach out for something that is very precious. They are trying to reach out for this chip of immortality, this gateway to eternal life. I don't Jackie introduces you to Dexter Deshawn. He's a very important person in the social ladder of Cyberpunk. He is able to provide the player with various jobs and contracts to be able to gather money, to be able to modify their bodies, push themselves to the limits, to put their hands on the chip. But as you can expect, not everything goes as planned. And but to see it, you will have to play the game. There are an awful lot of really cool things in this trailer, and there's a few that I would just love to talk about a little bit more for the people at home. So let's start with talking about a gang called the Mox. Now, we see a few flashes of them in this trailer. I personally think they're really cool and one of my favorites, but can you give us a little bit more information about them? Yeah, it's schon durch. So
Herzlich willkommen, Xeli. Ich habe gerade, die haben gerade schon einen neuen Trailer gezeigt und ich saß hier breit grinsend mit Gänsehaut. Und das erste, was sie sagen, ist danach, das war nur der Prolog. Das war nur die Vorgeschichte von dem Spiel. Da waren zigtausend Sachen drin, aber es ist nur der Prolog. Protecting working guys and girls from harassment. Ich weiß, dass du so viele Punkte hast. And the gang is really continuing her mission. And as a player, you are going to interact with that gang, meet multiple different NPCs, and craft your own. Unglaublich viele NPCs drin. And understand what they are all about. So earlier on, you did mention sogar a seventh district, a place called the Badlands. Now we saw a few shots of this in the trailer. Zwei Autos gezeigt. Die haben Customisierung der Autos gezeigt. Also so unterschiedliche Lackierungen und Rücklicht und sowas gibt. Okay, so the Badlands is this like desert, wide-out space going around. Übel hyped auf das Spiel. Ich will das haben. As a player, you'll be able to traverse that space in your car or motorcycle. Okay, das sind noch übelste Pop-ins drin. This is inhabited by the nomads. Nomads are living in a different family. Also Objekte poppen noch rein und du hast so eine. Ach, das ist hier nur so 10 Meter vor dir, wo alles detailliert ist. As a player, you'll be able to traverse and access. Das will ich auf dem PC ein bisschen besser optimiert haben. Prepared specifically for you to like get that awesome feel of the Badlands as an area. Open world content in Badlands. In the trailer, we also saw like a completely metal creature. Now he didn't look like he was from the Maelstrom gang. This looked like something else. So please tell the people at home, who is this giant metal monster? Okay, so that big dude that was. Haben die eigentlich alle Apple AirPods drin? He has been introduced in pen and paper in Cyberpunk 2020 by our senpai Mike Pondsmith. Adam Smasher is a fully converted cyborg. He is he was always a loyalist of Arasaka. And time has changed, and in 2077 he had to find his own space in Night City, but to find out you'll have to play the game. In this trailer, we do extrem see the flashes of a Ripper Doc called Victor Vector. I think if people have watched our previous gameplays, they might remember him. But I'd really like for you to give the people at home some more information about what Ripper Docs are and how they'll be interacting. Okay, die erklären jetzt noch ein bisschen, was die Basics von Cyberpunk, also die grundlegenden Ideen sind, wie Körpermodifikation durch mechanische Einsätze oder verbesserte Augen und sowas. Ja gut, das weiß ich schon, von Shadowrun ist das, ist halt ziemlich nah dran. Wird nur die Magie, dann bist du bei Shadowrun. And as a player, you are going to meet different kind of Reaper Dogs in the game, craft your own relationship with them. Some of das, them are like important eklig characters for a story. Through that, you will invest eddies that you're gathering. So langsam passiert das Spiel auch. Turn your body into this tool. Wie gesagt, ich bin ja Shadowrun-Fan schon seit vielen Jahren. Das Spiel hatte mich von Anfang an. Einfach nur, weil Cyberpunk ein Thema ist, was nie wirklich benutzt wird in Gaming. Und das verspricht halt ein richtig gutes Rollenspiel als Cyberpunk-Thema zu werden. Einfach nur, das ist was komplett Neues, ein unverbrauchtes Setting. Das ist so nice. And just in case you missed it, it will be the same for PlayStation players as well. If you pick up Cyberpunk 2077 on PlayStation 4, you'll also be able und to das play ist auch PlayStation geil. 5 when the console launches. Wenn du es dir für die jetzige Xbox oder PlayStation holst, kriegst du auch die Version für die nächste Generation zum Launch dazu, beziehungsweise ist es direkt lauffähig auf der nächsten Konsole. Das ist schon geil. Reveal our first look at the Brain Dance gameplay and welcome back our developers for a chat. There is just one more thing we want to announce. Something that we've been working on in secret for a while. We are very excited to announce our partnership with Studio Trigger and Netflix to bring you Cyberpunk Edgerunners, a standalone anime set in the Cyberpunk universe. What? We've been working on for some time now. What? Edgerunners is due to launch in 2020. Sie droppen einfach eine fucking animation series? The team in Tokyo. Alter! Ich will das gucken! Ich hab kein Netflix mehr! My name is Saya Elder. I am the Japan-based producer. Bild der guten. Bei mir ist es synchron. Das kann durch das Restream kommen, dass es nicht ganz synchron ist. Sorry. Ich habe kein Netflix mehr, Mann. Netflix. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's gonna be anime fans.
so it was always a dream. Die bringen ein Cyberpunk-Anime. Wenn sie es gut machen, könnte das Ghost in the Shell 2.0 werden. Cyberpunk Edge Runners is a standalone story set in the same universe. The stage is still Night City, but everything else is totally new. New characters, new story. I do like to think that sie zeigen einen anderen Teil von Night City wahrscheinlich, eine andere Facette. Und wollen halt so Leute in das Franchise bringen. Also sie werden sich wahrscheinlich auf eine andere Gruppe von Leuten konzentrieren, die auch irgendwie Runner sind. Vermutlich. Das ist relativ einfach in diesem, ne, bei Shadowrun ja auch. Du kannst einfach eine komplett andere Runner-Gruppe machen und dann haben die nie was miteinander zu tun. Einfach andere Arbeitgeber. The Game Can Enjoy, Stay Tuned. Ah, die haben, wenn das im Hintergrund richtig interpretiere, haben die diesen komischen Kampf-Anime mit den Kampf-Klamotte gemacht, mit dem roten Faden, ich weiß nicht, wie der heißt. Akame ga Kill? Nee. Killer Kill. Killer Kill haben die anscheinend gemacht. Dann können die ordentliche Animations. Die Animations waren nice, das war zwar übel viel leere Brust. Aber und es ist der 10. Geburtstag von dem Studio. Und das feiern die damit? Alter. Bitte macht das richtig gut. 2022 aber erst. Das kommt erst in über einem Jahr. In anderthalb Jahren erst. Das ist krass. Dann ist das Spiel schon lange durch. Braindance ist essentially a recording of somebody else's experience. It allows you to relive their sense of sight, smell, touch, and hearing, all thanks to Braindance is deren Version von SimSim. In Shadowrun sind das SimSims. Aufgezeichnete Erinnerungen, die man wieder erleben kann, indem man die abspielt, inklusive Geruch, Hören, Schmecken, Emotionen und so weiter. Okay. Plan simple, do nothing odd. Don't get creative. You go in, snatch the cash, get out. And we sell. Auch mal bewegt sich die Maske. Masken können sich doch nicht bewegen. Oh, sind aus Gummi. Sieht aber nicht wie aus Gummi aus, sieht aus Metall aus. Bewegt sich beim Reden. Ich dachte, das hat, kriegt irgendwann ein Spiel hin. Das ist eine Metallmaske, die sich bewegt beim Reden. Also auf und zu geht. Oh Mann. Ah, okay. Die haben gerade einen Alarm wahrscheinlich unterbrochen und jetzt überfallen sie den Laden. Das ist eine abgespielte Erinnerung. Okay. Als ob es noch Papiergeld gibt in der Welt. Oh. Er wurde wahrscheinlich erschossen am Ende, kann das sein? Your cortisol and adrenaline spiked, but the soft activated your hormone blockers. Nothing happened. You're alive and well. Okay. That was too much. Felt. Der Ripperdog sieht mal weiblich und die Hauptperson männlich. Also zumindest kennen wir die noch nicht. Judy. Hope wrapped up in something else. Mm-hmm. Probably took a booster just before. You'll be fine. Got everything set up? Let's switch over to editing mode. Nee, das ist nicht der Ripper Doc, das ist Lizzie's Bar und das ist Judy in Editing Mode. Okay, und jetzt will sie die bearbeiten. I'll sever the link to the BD Roller's sensory array. You'll be able to look around freely. All scenes yours. Full cam control in analysis mode. So move around, zoom in and out, whatever okay. else you come up with. That's cool. That is your own little sandbox. So analysis mode, you control playback. Can even pause when you feel the need. Then you use the editor console to unpause. Try it. Okay, du kannst es halt abspielen und rumfliegen. Aber du hast natürlich dann nur eine schlechte Auflösung, weil die Erinnerung. Ne, du guckst immer noch eine Erinnerung an. Das ist so geil. Well, that's not all. You can speed things up or rewind, whatever you like. Give it a try. Rewind. Roll it back to the top. Okay, das ist das Tutorial, wie man den Scheiß bedient. Ist jetzt nicht so wahnsinnig spannend.
can also reset the recording. That'll take you right back to the beginning. Try it. Zeigt uns doch was Geiles. Der Anfang war so geil und jetzt zeigt uns sowas. This here's why you came in the first place. In analysis mode, you get to view and even scan details of the enviro recorded by the BD roller. Focus on the heat. The gun this gonk gets from his buddy at the beginning. Now scan it. Okay. Das ist ein bisschen Detektivmodus. Und wir sollen uns jetzt die Waffe angucken, die wir von ihm kriegen. Okay, right here. Und sie scannen. Excellent. Let's move on. Now heads up. In analysis bringt uns das? You can ferret out background noise and conversations if the roller got close enough. This tech records everything, every little detail, even the sights and sounds the roller was never aware of. To see the source, okay, ist mehr als eine Erinnerung. Es hat wirklich eine Aufzeichnung der Rohdaten. Okay, good. Now you should see several sound signatures in the store. Okay. And hone in on it. Pack of six, case of Brosif, and a couple of zappers. Okay. We have a deal today on two flavors, Cuddy and Serpent. Everybody! So, any thoughts? Unbelievable. Seriously, like what's happening right next to me. Okay. It's how BD recording implants work. They pick up everything, all the elements. Aber das ist ein Implantat, das muss also sich einsetzen lassen. Kannst du wahrscheinlich auch deinen Hauptcharakter einpacken, um Sachen wieder abzuspielen, die du dir nochmal angucken willst, von irgendwie einer Quest oder sowas, oder wenn du mit jemandem geredet hast oder sowas. Wenn du irgendwie denkst, dass du ein Detail verpasst. Sometimes you can analyze extra layers in the raw, stuff the roller's cyberware picked up. Like what? Ev's got Kuroshi optics that grab infrared, meaning you should be able to grab heat signatures from her recording. Heat signatures. Hello, nice. Scanning works on peeps too. Walk up to the wounded chick. Try scanning her. Okay, wir können wissen, was sie abgekriegt hat oder was. Unconscious. Die ist ohnmächtig, okay. Die wird wahrscheinlich wieder. Wacht wieder auf, I guess. See that? They shot him and he never saw it coming. But you will. Here it comes. My favorite part of the game. See the blinking thing over the entrance? Surveillance cam. Must have caught our shooter. You'll see in a sec. Cam feeds to the screen behind the clerk. Roll back to where the screen's in the kid's field of vision, then scan it. Hey, das sind wir reinkommen, I guess. His own Chumba shot him. Probably plan 2 all along. Ah, der kam rein. A nice slice of cred on the black market for a BD like this. BD freaks are ready to pay a preem for a real flatline. Anyway, if you've seen enough, you can exit. Okay. Der eigene Kumpel kam rein, hat ihn erschossen. Das ist cool, wenn man so Sachen lösen kann. Das Tutorial ist ein bisschen überflüssig. So, Braindance is a pretty big part of the cyberpunk universe. It's not just something used for adult films. There is an awful lot to it. And there's two sides I'd really like you guys to help me explore. First is the lore. So how this actually fits into the universe. And then there's the gameplay side. So how players will be interacting. Das Sachen aufzeichnet. So Patrick, could you tell us more about the lore of Braindance? I would love to. So in the world of Cyberpunk 2077, Braindance was invented way back in the early 2000s at UC Santa Cruz. It was developed as a way of recording a person's experiences and then playing them back for someone else as so that they could relive them as though it was happening to them. Sim-sim-hide. It was originally used for things like therapy and prisoner rehabilitation, but by 2077, it's become this global media industry, including things like movies, mass entertainment, things like that, video games, some interactive fährst Filme dann aus der Person der Hauptperson oder aus der Person, die du willst, heraus. Klar. Brain dances or XPDs as we call them, and there are different types of those. But the one that you saw in the trailer just there was a flatliner. And that's where the person recording it actually dies during the recording, and it's popular with sort of an illicit kind of a thrill, but
a mercenary can also use them for various things, and you'll see that in the game, of course. And from the gameplay perspective, we have been working a lot throughout last years trying to figure out the best way how to use the Braindance in the game as a mechanics. So what we have settled on is this Braindance editor mode. As a player, you will be able to run eine coole Variante vom Detektivmodus von Witcher. Editor mode and see different clues. Hoffentlich gibt es dann viele Optionen, Sachen zu lösen und rauszufinden, dass man sich schlau fühlen kann. Now, player, und nicht bloß den einen Weg, forth, Sachen darüber zu lösen. And that clues different clues, actually telling a story in the game. Ja. So, as a player, you will hoffentlich sind Nebenstories, die gar nicht wichtig sind, die einfach nur drin sind, weil es cool ist. Das wäre so gut. Using that Braindance as a mechanics in the game. So, as Pavel was saying, we use Braindance einfach as a Nebencharaktere, die Einträge bei wie heißt das Hackerspiel von Ubisoft? Wir wissen jetzt weg. Na egal, ihr wisst, was ich meine. Die Einträge von den Passanten da. We can explore things like childhood trauma, religion, various philosophical ideas in a way that you might not otherwise experience in a story about a mercenary on the tough streets. So we've tried to talk about some of the aspects that we think the community will find really exciting, but you know, while you're both here, I'd love to know, what is it about Cyberpunk that you guys are really excited for? Frag mich nur, wie viel von dem hier wirklich live ist oder ob es voraufgezeichnet ist. One of the things that I'm most excited about in this game is the characters and the way they interact with the world. Alles klar, Xeli. Really interesting world that stretches all the way back to the 1930 dann wird gescribbled. These events and all those things, but those don't mean anything unless they connect with characters. Und so, die Schadenszahlen nicht. Und die HP-Balken auch nicht so richtig. But we don't stop there. We go back and we figure out what was their childhood like, what was their upbringing like, what kind of obstacles did they face in this harsh reality, and did they overcome them, and how did they overcome them, or did they not overcome them, and why? And you can see all of those things in their environment, in their dialogues, in sort of how they operate in the world. And we come up with that for all of our characters. Now you look at someone like Victor Vector, and you're gonna see stories about his past in his environment and in his dialogue. You know, we come up with that stuff even if we don't use it in the game, because it helps inform us as to who these characters are. Okay, sie haben Hintergrundinfos, die über den einfachen Charakter und die Funktion des Charakters hinausgehen. Das ist geil. Our quests. Like with our Witcher 3 team, with Patrick and like everybody that has stayed with us since the Witcher 3 time, we really have grown so much. We have learned so much and we have used all that experience to put them into the quest that we have made. And you will not find really a filler in this game. Like everything has a meaning. Like we put so much effort into making sure that everything is rewarding, is interesting, is talking about characters, as Patrick said, is talking about worlds, is talking about emotions, like touching the player in a really, like a real way. And I just can't wait to find out what you think. Yay. Pavel, I know you mentioned story and quests and writing quests, and when I was last in the studio, I had a look and I saw a notebook on your desk, and I would love for you to show everybody this Cyberpunk notebook. Cyberpunk Jumpstart Kit. Okay, I mean, you asked for it. So, this is my notebook. It says Salsa Quest Designer. The reason is because I dance salsa, and I'm a quest designer, so you know. So I started this notebook actually when we were really starting Cyberpunk. Ey, musst du dann ordentlich alles rauskritzeln mit Sicherheit. Da standen bestimmt übelste Spoiler drin. The lines of that we were starting with a prototype. And then, you know, I kept on basically noting things that we've been working on for like next years. Wie musst du da rauskritzeln? Sieht aus wie mit Hand gekritzelt. And they said that they want to take a look on my notebook. I was like, what for actually? And they took some pictures and they told me, yeah, well, you know, because we are looking for a reference material for a notes of a psychopathic killer. you may find maybe some of my notes in the game. Pavel and Patrick, thank you so much for joining me. I'm pretty lucky because I have read some of the stories that you and the team have written for Braindance, and I'm pretty excited. Lucky for saying happy, oder? But before we do finish today's episode, there is just one more thing we'd like to talk about. Wait, das ist schon fast vorbei? Earlier in this episode, I mentioned that media have been getting hands-on with the opening of Cyberpunk 2077, and they should be posting their impressions right about now.
Okay. And if you missed anything from today's episode, don't worry, we'll be uploading everything. Dieses NDA für die Ersteindrücke der Medien ist uns jetzt gefallen. And finally, on behalf of everybody at CD Projekt Red, we just want to say thank you so much for joining us for this very first episode of Night City Wire. Das Gamester müsste jetzt was posten. We'll be back with episode 2 in just a few weeks, so we shall see you soon. Ah, das ist leider so kurz. Das kommt auch für Stadia. Also der Trailer war sick. Limited Time Astro Free Goodies of GOG, stimmt. Da können wir gleich nochmal reingucken, was die gerade raushauen. Ach stimmt, das war die 4 GB. Ah, das kann ich ja nochmal. Tja, damit ist es durch. Aber dann, die müssten doch dann den Trailer direkt veröffentlicht haben, oder? Cyberpunk 2077 Trailer 25.06. Ups, 26.06. erstmal eingeben. Ich bin ein richtig schlauer Fuchs. 25.06. No. Hier, das ist der YouTube-Kanal von denen. Und hier. Das ist Edge Runner. The Official Gig, das ist der Trailer. Ne, das ist der Announcement-Trailer. What? CyberPC? Ne, das ist länger her. Das ist der Trailer, glaube ich, von vorhin. Sind hier. Oh ja. Oh ja. Schön hohe Auflösung. I love this town. The city of endless opportunity. Ready to get your cherry? Okay, das ist Jizzy's Bar. Das ist da, wo wir dann in dem Ding gesessen haben. Gehen wir hier schön durch. Das ist der gesamte Überblick. Das ist halt, okay, hier gibt es wahrscheinlich so Industriegebiete, wo dann die noch ein paar arme Seelen dazwischen wohnen müssen. Das sieht dann hier aus nach Mittelschicht, beziehungsweise schon dann wahrscheinlich oben irgendwie mit den Reichen. Riesige Leuchtreklamen, Cyberpunk halt. Und viel Betrieb. Die Leuchtreklame geben, finde ich manchmal keinen Sinn, aber es ist halt. Ich weiß nicht, wofür das Werbung sein soll, aber es ist halt Cyberpunk überall, ist Werbung wahrscheinlich. Der Lizzie's Bar. Da ist das Auto, die andere Lackierung. Und auch mit anderen Rücklichtern, aber es sieht sehr ähnlich aus sonst. Ich denke, man wird das Auto customisieren können. Gegen Geld logischerweise und ein bisschen verändern können, wie man das gerne mag, wie man die Optik gut findet. Das finde ich gut. Das sind irgendwelche Prostituierte, die Typen zusammenkloppen wahrscheinlich. Hier ist, der ist übel, hat irgendwas leuchtendes Rotes im Auge und die auch, man kann es nur nicht gut erkennen. Aber das sieht aus, als wenn die im Gesicht sehr vercybert. Das ist so eine Art Diner hier, Afterlife. Sieht zumindest danach aus, obwohl dort irgendwie Polizeisperrband drauf ist. Schräg. New Legend begins. Prostitution. Drogen. Das ist dieser Erinnerungsmodus, okay, wo wir es abspielen. Ripper Dog. Oh, Moment. So, man, das Auto. Das sieht aus wie so ein Missionstor. Nein, nicht hier, sondern hier. Und der zeigt einem das Auto. Das heißt, man soll bestimmt das Auto zwischendurch klauen. Okay. Nice. Polizeiautos, die mit quietschenden Reifen zum Stehen kommen. Ist aber auch nur eine Zwischensequenz. Ist aber merkwürdig geskriptet, weil die stehen zu schnell, finde ich, so schnell, wie sie ankommen. Das ist anscheinend noch eine andere Fraktion hier. Der scheint eine Fraktion zu sein. Irgendwie so eine Mechaniker-Fraktion. Vielleicht auch irgendwie, der kann auch zu dieser Rettungseinheit gehören, zu dieser Elite-Rettungseinheit, dass man irgendwann mal für die arbeitet. Oder mit denen zumindest in Kontakt kommt. Das sieht aus wie so eine Art Strip-Club mit nur weiblichen Angestellten, die sie entsprechend auch selbst verteidigen. Schwarze Haut? Und irgendwelche Einsätze auf den Brüsten? Die Haut leuchtet, also glänzt extrem. Hier bei ihr vor allen Dingen. Sieht aus, als wäre sie nass komplett. Aber I guess, das ist okay. Können das, glaube ich, mal langsamer machen. Ja, Polizeigewalt, okay. Typisches Thema.
unless you get. Das kennen wir schon aus dem einen Trailer mit dieser Mechanik hier. Nee, wie ist die? Mindstorm? Nein. Maelstrom-Fraktion. Das haben sie auch schon erklärt, dass es diese Projektion von Sachen, die passiert sind. Und das verstehe ich nicht. Warum man hier irgendwie. Ist das ein Basketball? Nee, das sieht aus wie irgendeine Bowlingkugel, die der in der Hand hat. Das hier, die Armprothesen, finde ich nice. Wobei das irgendwie mehr Sinn ergeben würde, das bei den Muskeln zu machen und die Muskeln zu ersetzen. Auf der Innenseite und nicht auf der Außenseite. Finde ich jetzt persönlich. Außer, das ist hier ein kompletter Einsatz und das sieht nur nach Haut aus. Nee, das soll... Moment, war ein Basketball, ne? Sieht man hier, wo er rankommt. Jo. Das war nur YouTube. Stuff. Das ist in die Badlands. Also wir holen noch irgendwann was aus den Badlands. Haben anscheinend irgendein Lager. Das andere Auto. Das sieht aus wie so ein... Von der Seite sieht man es. Sieht aus wie so ein VW Polo oder sowas in der Größenordnung. Nee, nicht ein VW Polo. Wenn dann wäre es ein alter VW Polo. Sieht aus wie so ein Zweier Golf oder sowas. Nur mit irgendwelchen Stuff dran gebaut. Hier oben irgendwie, das sieht aus wie so ein Blitzer, weißt du, wie so ein riesen Blitz von einem Fotorad oder sowas. Würde man irgendwie was blenden wollen damit. How about we go over the plan? There's this prototype tech, a biochip to be precise. Okay, this is a prologue. Die wollen einen Prototypen von einem Biochip von einer Firma klauen. Da, und anscheinend ist der angestellt als Gegenspieler für die erste Prolog-Mission. Und hier ist das Auto wieder anders. Stopp. Hier, das sieht wieder komplett anders aus. Also auf jeden Fall wird man das Auto verändern können. Auch hier, das sieht aus wie so ein Porsche mit eckigen Wings dran. Ich mag aber die Autos hier im Hintergrund viel mehr. Hier mit zwei Frontachsen. Und so 50er-Jahres-Stil in dem Design. Das sieht echt geil aus. Okay, dort rennt man jemanden. Das war doch auch schon bekannt aus dem Walkthrough. Moment. Ja, das war das da aus dem Walkthrough, wo sie die die Organklauer sozusagen erwischen. Und der Typ. Das sah nach Bossfight aus. Es könnte sogar... Moment. Das könnte sogar der Typ gewesen sein, der hier so super gecybert ist, dass der sich ein bisschen transformiert. Wobei, nee, das Rot passt nicht so richtig dazu, dass es so weit runter geht. Riesenlaserkanone, Alter. Holy moly. Aber wo ist denn das? Da steht ein Auto. Und hier brennt irgendwie alles, obwohl irgendwie alles aus Metall ist. Warum brennt das alles? Is it gonna be dangerous? Don't you worry, young boy. We're bulletproof. Das hat man gerade, die Mission. Aus welchem Grund auch immer der arme Junge aufgespießt wird. Happy now, Jackie. Das sieht nach einer ziemlich heftigen Drohne aus. Jo. Ah, das gehört dazu. Warum sieht der hier so anders aus? Sieht hier voll nach so einem Angestellten von so einer Megacorp aus. Ist anscheinend wütend auf sich selber. Und was Johnny Silverhands für eine Rolle spielt, haben sie immer noch nicht gesagt. Außer dass der anscheinend im Kopf von jemandem ist. Also von wie? Mehr haben sie nicht gesagt.
Das Edge Runners Announcement können wir nur durchgehen, da habe ich vorhin ein bisschen drüber gequatscht. Weil ich einfach so begeistert war, sorry. Hi, my name is Saya Elder. I am the Japan-based producer for Cyberpunk Edge Runners. What I do basically on this project is that I am a fixer, to put it in the words of the Cyberpunk universe. We are a game company. We are a bunch of nerds, and wherever there are nerds, there's gonna be anime fans. So it was always a dream for us to make anime. When we began this project, we were certain that we didn't want to make a recreation of the game. Cyberpunk Edge Runners is a standalone story set in the same universe. Das Spiel nicht normal machen. Still Night City, but everything else is totally new. In dem Universum was Neues erzählen. New story. Cool. I do like to think that it's going to be a great gateway for newcomers to come and check Cyberpunk game and also the Cyberpunk genre as a whole. Right now we're in Nakano, which is one of the biggest anime meccas of the world. I'm gonna take you to Studio Trigger right now because we have the wonderful opportunity to talk to the Dream Team that will be bringing you this anime. Konnichiwa. トリガーの代表取締役の大塚です。監督の今石です。キャラクターデザイン。Ich will mal wissen, was das Triggers Studio Animation gemacht hat. Studio Trigger TV Series Killer, ah doch, hier ist doch Killer Kill, genau. Das kenne ich von denen. When Supernatural Battles Become Commonplace. Space Pratoluduko. Die haben viele Animes schon gemacht. Ich glaube trotzdem Killer Kill ist das bekannteste von denen. Zumindest in Europa. Käsenhalber. Little Witch Academia ist auch von denen. Das kenne ich auch. Das habe ich auch geguckt. Das ist auch auf Netflix. Mega nice. Darling in the Franks. Stimmt, das ist auch gehypt. Alter, die haben gute Reputation dann. SSSS Gridman? Haben die einfach nur mitgearbeitet oder haben... First Run... Das ist doch... Gibt es die Serie nicht schon voll lange? Die ist auf jeden Fall auch bekannt. Gridman, The Hyper Agent bei Zoom Productions. Co-Production ist Cloverworks. Ah, das, okay, das ist also nicht den ihr allein ist. DNA Brand New Animal. SSS Cyberpunk Edgerunners to be announced. Films, Little Witch Academia, Promare. Animation Film co-produced by Trigger. Ist auch bloß eine Co-Production. Die haben ja viel Co-Production gemacht. Wobei, hier steht Original Work, dann sollte bei Darling in the Franks mitdesignt haben. Net Animations, Inferno Cop. Net Animation directed by Akira. Also die haben schon viel in der Richtung gemacht. Turning Girls, Ninja Slave Form Animation. Also die haben schon viel in Richtung Cyberpunk und so Zukunftssachen gemacht. Auch Inferno Cop klingt danach. Standalone Shorts. Electronic Superhuman Gridman. Boys Invent Great Hero. Power Plant Number 33. Sex and Violence with Max Speed. What the fuck? Japan Animator Expo. Project X. Hackadoll. Bishuyo Mobba. Black Dynamite? Black Dynamite kenne ich doch auch. Stimmt, das war die Verarsche von so ziemlich allen möglichen Western-Filmen. Ah ne, Black Dynamite war nämlich eigentlich ein Film. Daher kenne ich es als normalen Film, genau. Hackadoll, The Animation, Battle Source, Toy Story, The Time That Forgot is a Prehistoric Theme. Warum ist das mit Battle Source verknüpft? Ja. Opening Animation Production. Ah. Change Aumira, Fire Emblem. Okay, Kyo. Also da, bei denen bin ich mir ziemlich sicher, dass es ordentlich wird, was die da abliefern werden. ファンとする吉成です。ゲームのサイバーパンクのファンの方、今回初めて触れる方両方に満足していただけるようにアニメを作るつもりです。よろしくお願いします。今回はそのサイバーパンクという僕らが10代の一ファンしか過ぎなかった頃に生まれたジャンル、そういうジャンルのものを
Rückblick wart ihr gar nicht aus in dem Genre. Outstanding Result. トリガー10周年にふさわしい作品にしていきたいと思います。お楽しみに。Oh, da bin ich gespannt drauf. Aber da habe ich ja noch 2 Jahre Zeit, bis ich Netflix wieder brauche.